So, let's play your Spawn Beginnings. Meine Katze will gerade hier herumlaufen, verdammt. Aber was soll denn der Mist? So, jedenfalls, es gibt nicht wirklich was weiteres in Urin als das, was wir entdeckt haben. Dieser Platz ist vollkommen optional. Da geht meine Theorie hin, dass es dort vielleicht die fünfte Melodie hätte geben können. Den ganzen Kram hätten wir uns eigentlich sparen können. Jetzt werden wir also versuchen, hör auf mit dem Kabel zu spielen, nach Eli zu gehen. Wo wir eigentlich bald sein sollten, wenn wir hier weiter nach Norden laufen. Vielleicht finden wir dort auch mal Ulf, unseren vierten Charakter. Das fehlt nämlich. Wir sind so allein. Naja, nicht mehr, aber trotzdem. Irgendwo mal eine Brücke ist? So finden wir nämlich nicht zum... nach Eli. Oh nein, es ist die Kombination. Du benutzt dein PKB. Wird doch mal Zeit für ein paar neue Gegner. Ihr langweilt mich langsam. Ich glaube, das Great Grandfather's Diary hätten wir gar nicht mitnehmen müssen. Das braucht man nämlich wirklich nur um das erste Mal. Piara ist jetzt schneller als Udi. Verdammt, das habe ich nicht in die Rechnung genommen. Hätten wir wirklich nur gebraucht für das erste Mal Magic Sand teleportieren. Ansonsten kann man da jedes Mal hin, wenn man Teleportation benutzt. Ich wollte nur gucken, ob wir vielleicht zum anderen Ort von Magic Sand kommen, was... Ich muss mich echt mal entscheiden, wie ich dieses ausspreche. Was aber leider nicht passiert ist. Und ein weiterer Gegner. Nein, schon wieder. Das heißt, wir machen Fight. Du benutzt einen Plasma-Beam auf den Robot und Kiara macht auch einen PK-Beam. Okay, der PK-Beam wird daneben gehen. Da gehen auch die PP weg. Tja, die Energie geht den Ultra-Barbot. Moment, der ist ja schon tot. Hoppla. Ich hasse das. Warum? Warum müsst ihr uns das antun? Oh, die hat ein Level-Up. Fein. Vielleicht bist du ja etwas schneller. Kein Wunder, dass der so lahm ist. Also, Kiara. Die hält noch ein bisschen durch. Ich hoffe doch, dass hier demnächst mal eine Brücke kommt. Da oben ist jedenfalls auch noch was anderes zum Angucken. Da gibt es ja auch einen Untergrund. Wer weiß. Angreifen und angreifen. Und PK Freeze. Mit Snake nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr gut, wenn sie nicht abhauen kann. Jetzt sollte Uti es nämlich eigentlich erledigen. Kriegen wir XP? Ach schön, Kiara ist jetzt auch mal auf 10.000. Wir sind einen verdammten Schritt. Nein, 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 nicht ihr. Oh, ich hasse euch so sehr. Okay, wir fangen an. Womit fangen wir an? Ich glaube, ich heile Mauti, weil ich will die eigentlich gerne mit PK Freeze Critical machen, damit wir sie dann one-hitten können. Nein, bitte nicht schlafen. Nein, bitte nicht. Wo geht unser Plan hin? Na dann machen wir Offense ab. Auf Sen. Und die greift an. Und Kiara muss erstmal aufwachen. Bitte jetzt schläfer nicht auch noch Sen ein. Ja, nein! Bitte, warum? Mir ist auch noch Udi schläft. Nein, wir sind völlig hilflos. Wir können jetzt nämlich gar nichts machen. Oh, sehr gut. Oh Mann, Glück gehabt. Naja, dann greif wenigstens an, Udi. Jetzt macht er auch noch einen Swash. Oh nein. Und wir können nicht heilen, wir haben keine Heil-Items dabei. Stimmt's. Jetzt mal den Plasma-Beam. Ich hab Kiara, bitte. Shit, 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 shit. Warum wacht ihr nicht endlich auf?
will nicht ins Krankenhaus müssen, um Kayara wiederbeleben zu müssen. Ja, der erste ist kaputt, aber... Vielleicht kriegt ihr eine Buckelwatte was. Ah, gerade habe ich noch Glück. Wach doch bitte endlich auf. Aber das war so klar. Vielen Dank auch. Gerade wo wir so weit gekommen sind. Dann werde ich halt ohne Kayara weiterlaufen. Wahrscheinlich kommt ja demnächst eine Stadt und da können wir sie dann aufgraben. Verdammten Scheißviecher. Ach ja, ich habe ja was vergessen, dass wir jetzt nur noch zwei Leute haben, die kämpfen können. Ja, das schaffen wir schon. Die verdammten Titanis! Eine ganze Taktik ging kaputt. Als ihr Kayara eingeschläfert habt. Verdammt nochmal! Da waren sie alle am Schlafen und... Das ist einfach fürchterlich. Ich wollte nicht Telepathie benutzen, nur weil du immer so lahm bist. So, wir müssen jetzt ein paar Mal heilen. Und nochmal. Guti. Und nochmal. Du brauchst wirklich den nächsten Gang von Life ab. Ich hoffe, dass wir hier wirklich was finden. Auf jeden Fall ist da noch ein Haus oder sowas. Auch toll, wenn es mal wieder einen Speicherpunkt gibt. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespeichert. Ist nicht wahr, oder? Von hier aus kommt man da gar nicht hin. Dann kann ich mich eigentlich auch wieder nach Youngtown teleportieren. Oder irgendwo hin und erst mit Kayara aufkratzen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Nein, nicht gar. Ich wollte abhauen. Klar, wahrscheinlich wird das nie funktionieren. Egal, wir kämpfen einfach. Die sind ja relativ leicht. Ich bin gerade ein kleines bisschen angepisst. Ach ja, das wird das Schild. Aber trotzdem kein großes Problem. Ja, endlich! Jetzt letztendlich den Life-Up-Beta, ja. Was? Nein? Sie ist doch Level 29. Okay, dann wollen wir mal... Die Kayara, die kann gerade nichts machen. Ach, Quatsch. Teleport nach... Da, wo wir auch heilen können. Also erstmal Podunk. Perfekt. Da ist das Hotel, ich will zum Krankenhaus. Wo ist unser Krankenhaus? Da. Hoffentlich haben wir genug Geld dabei. Wir wollen Kayara besuchen. 125, okay. Gut. Damit haben wir dich geheilt. Müssen wir wieder einen Teleport machen. Nach Youngtown. Und diesmal müssen wir auf die andere Seite vom Fluss. Allerdings... Es geht dann ja nur, wenn ich hier rausgehe. Aber da habe ich doch keinen Weg gefunden. Dass ich da mal lang bin. Naja, vielleicht finden wir den Weg ja noch. Versuchen wir also die ganze Zeit nach Norden zu gelangen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus.
wieder meine Katze rein, die muss jetzt aber warten. Fight, fight, die kann wenigstens nicht. Was? Ach ja, einschläfern. Aber die Erfahrungspunkte hätten wir gern. Okay, Yara, den nächsten Level. Hätte ich mal ein paar mehr. Puh, wir haben eine Magic Coin gefunden. Wow. Die können wir bestimmt für viel Geld verkaufen. Alter, ich hab die Karte, habe ich schon geguckt. Wollte nämlich gucken, wir haben ja alle bereits eine an, stimmt's? Ja. Oh, ein Krokodil. Gab's die nicht schon im Zoo? Nee, ich glaube, da gab's gar Alligatoren. Mal draufhauen. Ich will wissen, was es kann. Das kenne ich nämlich noch nicht, diesen Gegner. Und nein, wenn die das machen, tut es meistens weh. Wir nehmen den Bienen. Hat der viel Schaden? Oh, ja, sehr gut. Da geht's. Wird der versuchen, nach Norden zu gehen? Sieht gut aus. Bis jetzt. Vielleicht finden wir ja den passenden Weg. Wow, wie viele Damen sind das? Zwei. Ach, ich würde sagen, erstmal den Ultra-Barbot in der Mitte. Und Kiara macht PK Freeze auf den ersten Starman. Jawohl. Ja, super, hättest du es nicht gleich machen können. Nee, du bist ja der Langsamste. Sen macht jetzt den ersten Starman fertig. Der zweite und machst wieder PK Freeze auf den, ja? Sollte eigentlich so funktionieren. Machst du wieder ein Smash? Oh, ich hoffe, das war das Life of Beta. Ja, endlich! Ich hab mal Zeit, wenn wir gleich mal auf die benutzen. Können wir so viel besser heilen. Hier geht es jetzt erstmal nicht lang. Da ist gleich ein Haus. Ich glaube, da waren wir schon mal. Genau. Ich bin Uttis Vater. Ich glaube, Essens Vater hat gefragt, aber hast du ihm deinen Namen gesagt? Ja. Okay, das ist gut. Bitte schau nach Utti, der ist so ein Frischling. Und da war Pipi, stimmt's? Du musst ganz schön müde sein. Warum bleibst du nicht? Ja, vielen Dank. Guten Morgen! Das ist ganz nett, dass die uns hier heilt. Weil, wenn ich das richtig sehe, muss ich weiter den Sumpf durchqueren. Um nach Ella zu kommen. Wo ich eigentlich gern demnächst hin würde. Wenn uns nicht die ganzen Kämpfe unterbrechen würden. Nur noch 6 Minuten in dem Part. Eigentlich nicht noch einen dranhängen. Das muss ich mal wieder auf meine Karte schauen. Bis jetzt hat es ganz gut ohne die Karte geklappt. Das schaffen die ja ohne Yara wahrscheinlich. Ja, leider kannst du da noch angreifen. Jetzt wird dich zu langsam. Ach du Scheiße, hat das gerade Schaden gemacht. Ich muss nicht mal den Mund öffnen und schon kommt der nächste Kampf. Könnt ihr jetzt bitte aufhören, mich zu nerven? Nicht schon wieder. Und wer ist diesmal? Au. Tut natürlich immer sehr weh für Kiara, weil die so wenig HP hat. Gut ist, da können wir noch live auf Alpha benutzen. Ist das wahr? Ist das jetzt wirklich wahr? Was zum? Nächstes haben wir einen neuen Gegner. Vorsichtig angreifen. Ich mach mal den Beta. ...38, nicht schlecht. Der will uns verwirren. Glück gehabt. Was bist du? Und schon erledigt. Der Nuke.
Wo bin ich denn? Geht's hier überhaupt lang? Gefühl, wir laufen hier den ganzen Weg wieder zurück. Schauen wir, ob wir jetzt noch Norden können. Hier ist es die Musik immer schön. Oho, wir haben einen neuen Gegner. Eine Killie. Senden wir es gleich mal auf Fans ab. Und die, du greifst an. Yara machst am besten wieder PK Freeze. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Also Sinn, du musst jetzt erstmal Yara heilen. Die überlebt sonst nicht. Und ihr greift dann den Energy Robot an. Heilen wir gleich und die hat noch ein bisschen Zeit. Gleich auf Alpha reicht aber. Ich darf wirklich keinen Schritt mehr gehen. Sind wieder drei, stimmt's? Ja. Also, wir sind zu dritt, also sollten wir die wohl klein bekommen. Jo, jetzt machst du gleich mal ein Smash-Hit. Ob's noch die Gegner machen kann. Ich hab gesagt, gerade da Hauptsache die Gegner machen keinen. Wenigstens haben sie Uti nicht getroffen. Was? Du bist doch da! Du lebst noch! Und Live-Update auf Kiara. Ach, gehen wir weiter. Vielleicht auch nicht! Vielleicht sollte ich nicht schnell laufen. Vielleicht tut das wie bei Pokémon Gegner näher. Oder aufscheuchen. Vielen Dank auch. Hört ihr jetzt alle auf Kiara anzugreifen? Endlich darf ich sie heilen. Ich nutze unser Big Bang Leer. Da ist schon wieder eine Brücke, das ist schon mal ganz gut. Nächster. Ich schaff die wahrscheinlich. Mit eigentlich hätte ich gerne mit auf Utis schlagen sollen. Ja, aber diesmal hat das geschafft. Ich schätze, jetzt müssen wir hier unten lang. Jawohl. Noch eine Brücke, die wir nehmen können. Und noch eine, die ich gesehen habe, nämlich hier. Mal sehen, ob wir es noch durch den Sumpf schaffen. Aber in der einen Minute schaffen wir das nie. Vielleicht überziehe ich ein bisschen, so 5 Minuten oder so. Ich denke, das mache ich auch. Die Stoppuhr mal neu stellen. Ich hoffe, ich habe alles richtig hier eingestellt. Ja. Er hat ja ein Speed-Shield. Nächste Brücke. Oh, das gibt's doch nicht. Sag das. Das heißt hier in den Süden. Das ist aber die richtige Brücke. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind am besseren Ende der Karte jetzt. Auf der anderen Seite vom Fluss. Wie viele von euch sind das? Das gefällt mir weniger. Ich kenne euch noch nicht so. Yara macht noch auf den letzten hier PK Freeze. Ach je, das könnt ihr auch. Glück gehabt. Also Sen, du greifst den Luzi an, du greifst den A an, Yara, du machst
Guck mal, Pico Freeze auf den Weg. Langsam gehen unsere PP aus. Naja, noch nicht. Die können schlafen. Die können schlafen, verdammt. Du greifst den B an. Und du machst PK Beam auf den A. Der hat schon ein bisschen Schaden genommen. Passt. Und ein Level Up für Uti. Der hat jetzt den fast eingeholt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier ist jedenfalls keine Brücke mehr. Ich versuche noch zum nächsten Punkt auf der Karte zu gelangen. Das ist unsere Combo. Angreifen, angreifen. Falsch, falsch, falsch. Angreifen. Angreifen. Und jetzt PKB. Ultra-Warbot. Zum Glück hast du nicht Kayara angegriffen. Jetzt uns Ultra-Warbot wahrscheinlich, ich meine, die Attacke von dem Roboter wahrscheinlich nicht überlebt. Also greift den Roboter an. Auf 100 runter, die auf 45. Das heißt, wir können jetzt live auf Beta auf OT machen, live auf Alpha auf Kiara. Erst mit Kiara heilen. 25. Und jetzt OT. Der nächste Punkt auf der Karte ist noch eine Weile weg. Oh, super, jetzt bin ich auch noch in der Sackgasse gelaufen. Das sind mir viel zu viele. Ich versuche abzuhauen. Ah, sehr gut. Gut, können wir jetzt mal irgendwas entdecken, was uns hilft? Viel zu viel Wald hier und alles. Vielleicht muss ich auch einfach nur weiter geradeaus und finde dann Eli. Okay, das Damen kriegen wir hin. Bald, ich habe vergessen, Kiara richtig einzusetzen. Na gut. Ihr seid inzwischen so stark. Ach, was ist denn? Hey, ein YouTube-Kommentar. Vielen Dank auch. Hab ich meinen Browser wieder vergessen zuzumachen? Da muss ich jetzt echt mal drauf achten. Ach du Scheiße, wir haben neue Gegner. Ich mach den Kampf noch, aber ich würde sagen, dann hören wir wirklich mal auf. Die sehen nämlich irgendwie ganz schön übel aus. Wir arbeiten hier mal wieder mit PK Freeze erstmal auf den C. Ui, die haben über 114 KP. Die sind stark, wie ich es mir dachte. So, Sin greift Buffalo an. OT greift Buffalo C an. Und Kiara macht den PK Freeze auf den B. Da sind es auch gleich so viele. Sie hat überlebt. Oh gut, nicht auf Kiara. Vielleicht müssten wir mal heilen. Aber ich beende dann erstmal den Part, denn es reicht jetzt. Wir sind ganz schön gut vorangekommen. Schöner Level Up. Wir machen dann im nächsten Part weiter und suchen den nächsten Ort. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.